Also, meine Lieben, mal wieder ein Lebenszeichen von mir und ich habe gerade voll den Impuls, das rauszugeben, weil das ist so krass, was die letzten Tage alles passiert ist. Ich habe heute den Impuls bekommen, mal alle Namen aufzuschreiben, mit denen ich in Beziehungen stehe und gehe und die jetzt da bei mir mit im Feld sind, die jetzt ja einfach Freunde von mir sind oder Familie und die irgendwie mich jetzt durch diese Krebskrankheit begleiten wollen. Und es ist so krass, was das mit jedem von diesen Personen macht. Also es ist nicht für nirgends jemanden so, dass die das kalt lässt. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Krankheit irgendwie nicht nur für meine Heilung da ist, sondern für die ganze Heilung, für die Menschen, mit denen ich in Beziehung gehe oder ins Gespräch gehe. Es ist abgefahren, das ist so abgefahren. Hocke ich mich jetzt doch mal hier hin, weil eigentlich körperlich würde ich mich gerade gern schon wieder hinlegen. Mittlerweile bin ich viel mehr müde. Ah, das hatte ich, glaube ich, noch nie erzählt hier im Video. Also ich habe sehr viele Tage, Nächte über Wochen hinweg jetzt so gehabt, dass ich so eine Unruhe in mir hatte, so eine Entzündung, dass ich nicht viel schlafen konnte und dass ich aber immer total wach war. Und dies und das und bla und blub. Und seit heute Nacht, ich habe jetzt mal viele Stunden am Stück schlafen können, 4 oder 5. Und dann nochmal und jetzt immer wieder schlafen können. Und einfach mein Körper sich dem jetzt richtig hingibt und sagt, hey, ich bin heftig krank und ich will heftig viel Ruhe und viel liegen. Da bin ich ganz dankbar. Aber gut, ich will jetzt kurz auf das eingehen mit diesem in Beziehungen. Genau, da wollte ich eh auch einen Beitrag zu aufnehmen. Oh, vielleicht schreibe ich es dann oder nehme nochmal einen Beitrag zu auf. Also, es ist so. Es gibt bei Krebs nicht nur die schulmedizinischen Möglichkeiten, das Ganze zu therapieren, sondern es gibt unzählige Möglichkeiten. On the side. Und ganz viel, was man machen kann. Es fängt bei den Basics an, dass du dann einfach eben schaust, was brauchst du jetzt? Brauchst du jetzt Ruhe oder brauchst du Bewegung? Brauchst du Gesellschaft? Brauchst du Alleinsein? Dass du schaust, dass du mit deiner Ernährung was machst und. Also Krebs ist für mich permanent die Einladung zu schauen, was brauche ich wirklich und wo bedarf es auch Veränderung. Also ich finde, Krebs ist die Einladung für einen ganz großen Lebenscheck und Lebenswandel. Und neben all dem gibt es dann halt ne, für die Symptome und für das Gewebe, dieses bösartige Gewebe, was in meinem Körper drin ist, gibt es auch ganz viele Ansätze. Und da fängt es auch wieder an von Alternativbehandlungen mit irgendwelchen Pilzextrakten, mit anderen Pflanzenextrakten, Misteltherapie, irgendwelche, ich weiß nicht was alles, es gibt einfach Unzähliges, so auf dieser körperlich-physischen Ebene, materiellen Ebene, aber es gibt auch ganz viel zum mentalen, psychischen, seelischen. Ja, und meine lieben Freunde, wie das so ist, wir drücken ja Liebe ganz oft darin aus, dass wir da sein wollen und helfen wollen. Also das da sein wollen, das schaffen die wenigsten einfach nur zu sagen, hey, ich bin da und ich halte das Feld der Liebe und des Vertrauens, was mir zurzeit eigentlich das Liebste wäre, sondern jeder will in einen Aktionismus gehen. Und das ist so spannend, weil das spiegelt natürlich auch die gesamte Welt wider. Und auch das, wo wir uns eigentlich hin entwickeln wollen und wo ich auch für mich ganz viel erkannt habe, was ich jetzt auch im ersten Workshop ein bisschen mit reingebracht habe, dieses, eigentlich sind wir auch gut genug, indem wir einfach nur sind. Und egal wie wir sind einfach. Und es darf so sein. Es soll so sein. Und da müssen wir nichts machen. Gar nicht. Wir müssen uns auch nicht erklären, müssen uns nicht entschuldigen, nichts. Wir sind. Ne? Und das ist ja auch das mit Eckhart Tolle und so viele andere, die das halt sagen. Leben im Hier und Jetzt und einfach sein. Genau, aber gut, meine lieben Freunde, die sind halt ganz, ganz arg am Recherchieren und gucken und
Ja, es kommt halt von allen Seiten was. Und vielleicht könnt ihr euch das vorstellen. Ich glaube, geschätzt sind es, glaube ich, gerade 30 Personen, die ich jetzt, denen ich irgendwie im Feld bin, in Kontakt. Von 30 Personen kommt was. Was glaubt ihr, wie es da einem geht? Und wie ich da zur Ruhe kommen kann? Und das ist auch das, ich glaube wirklich, schaut mal, ich bin überzeugt davon, ich habe den Krebs kreiert. Weil es ist was Eigenes. Ich habe mir das nicht wirklich von außen zugeführt. Es ist eigenes Gewebe, was in mir gewachsen ist. Und da nehme ich dann auch noch einen anderen Beitrag zu auf, weshalb ich glaube, dass das gewachsen ist und so. Aber es ist in mir etwas gewachsen, was mich jetzt selbst von innen kaputt macht. Ich habe geschaffen, dass ich mich gerade innerlich selbst bekämpfe. Und worum geht es denn dann da? Was hilft denn das dann, dass so viel von außen kommt? Hilft es nicht eigentlich wieder? Also für mich erkenne ich die Heilung, dass ich sage, okay, ich halte so viel inne, wie ich nur kann. Ich gehe so viel in die Ruhe und in den Stillstand, wie nur möglich. Und ich spüre in mich rein und ich höre in mich rein, wieso habe ich das gemacht? Wieso kämpfe ich innerlich gegen mich? Und was ist es? Was ist es für ein Kampf? Worum geht es bei dem Kampf? Und kann ich diesen Kampf nicht auch einfach auf meine Bewusstseinsebene bringen und hier mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen das austragen? Wieso macht denn das jetzt mein Körper? Das lasse ich mal so stehen. Ich werde immer wieder drüber reden. Aber wie gesagt, das glaube ich ist das und es geht so arg viel darum, bei mir zu sein und bei mir zu bleiben und zu schauen, wie ich mir helfen kann. Weil wenn ich innerlich gegen mich selbst kämpfe, kann ich bestimmt auch innerlich mir selbst wieder helfen. Natürlich mit der Zugabe von Hilfsmitteln. Wenn ich spüre, dass ich eine OP brauche, ja. Wenn ich spüre, dass Chemo und Bestrahlung das Thema ist, ja. Wenn ich spüre Ernährungsumstellung, ja. Wenn ich spüre, ich wandere aus, ja. Wenn ich spüre, ich mache Workshops ohne Ende, ja. Was weiß ich, aber wisst ihr, erstmal ist der Samen in mir. Und das zu bewässern und irgendwie, ja, vielleicht auch zu düngen, keine Ahnung, wie auch immer, da darf ich mir dann Hilfe von außen holen oder hole ich mir Hilfe, ich erlaube mir das. Und hier ganz wichtig, und vielleicht schreibe ich es auch in den Text, ich befinde mich in der Selbstverantwortung. Ich spreche davon, wie ich alles sehe, wie ich alles denke, wie ich alles fühle und es ist meins. Wenn jemand der Meinung ist, ah krass, ne, also was die da macht und überhaupt, hey, ist so, darf eure Meinung sein, ist okay. Überlegt nur wirklich gut, ob ihr mir das auch mitteilen wollt oder ob ihr es einfach mit euch ausmacht und auch sagt, sie darf so sein, wie sie ist und ich darf so sein, wie ich bin und ich darf jetzt auch mit meiner Meinung so sein und muss sie nicht mitteilen. Und auch dieses, wenn sich jemand inspiriert von irgendwas fühlt, ja bitte, seid dazu eingeladen. Wenn ihr euch abgeschreckt fühlt, ja bitte, seid auch dazu eingeladen. Aber lasst mich, okay? Und geht auch selber in eure Selbstverantwortung. Das ist so wichtig. Es klingt so harmlos, aber das ist, glaube ich, für mich gefühlt und für die ganze Zeit ist das so die Lösung und der Weg. Ja. Alle Aufmerksamkeit, alle Energie, allen Fokus mal auf mich zu holen. Und nicht immer im Außen zu schauen und nicht immer bei anderen zu schauen und mir Ratschläge zu holen oder mir irgendwie was abzugucken oder. Nie. Mich aushalten. Mit mir sein. Okay, so, Schluss jetzt. In dem Sinne, alles Liebe, Umarmung, Namaste.